wohnt Peter Parker eigentlich in Punxsutawney? Wo? In Punxsutawney. Das ist dieses Kaff da mit dem Murmeltier aus. Okay, und täglich klar. grüßt das Murmeltier. Jeden Morgen der Radiowecker, alles wieder von vorne. Immer wieder der gleiche Tag. So kommt es mir gerade vor mit Spider-Man. Weil diese Geschichte wieder und wieder und wieder von vorne erzählt wird. Jetzt schon wieder zum dritten Mal. Ja, also anscheinend glauben die Studios, dass wirklich jede Generation einen eigenen Spider-Man-Film braucht. Andrew Garfield war ja der letzte Darsteller des Peter Parkers / Spider-Man, aber der kam bei den Fans ja überhaupt nicht gut an. Ich fand den super. Ja, aber du bist einer der wenigen und das reicht manchmal nicht, dass du dann ins Kino gehst. Und Tom Holland, der wurde ja eingeführt bei Avengers und der hat da seine Sachen ganz gut gemacht. Die Fans mögen ihn und jetzt setzt man auf ein neues, junges Gesicht und geht davon aus, dass das ein Erfolg wird und der Film ist auch gut und er macht auch Spaß. Mhm. Strampelanzug! Hallo zusammen. Ich darf den Anzug behalten? Na klar, mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Was geht, Leute? Wartet mal, ihr seid nicht die echten Avengers. Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast. Oh. Ist keine Umarmung. Ich mach dir nur die Tür auf. Oh. Okay, Kleiner. Viel Glück da draußen. Die Welt verändert sich, Jungs. Wird Zeit, dass wir das auch tun. Ja, also dieser Spider-Man Homecoming, der fängt jetzt nicht von ganz vorne an. Also Peter Parker ist bereits Spider-Man, er wurde bereits von der Spinne gebissen und er ist an der Highschool. Genau, also man hat erstmal mit dem Thema Highschool das Ganze etwas verjüngt und Tom Holland ist ja auch wesentlich jünger. Und Peter Parker weiß, dass er Spider-Man ist, dass er neue Kräfte hat, aber er weiß noch nicht, damit umzugehen und trifft dann auf Iron Man. Das finde ich übrigens sehr guten Schachzug von den Studios, einen der erfolgreichsten Marvel-Figuren damit reinzupacken in diesen Film. Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr., hilft natürlich Spider-Man. Wie geht man mit seinen Kräften um? Wie setzt man die am besten ein? Und als die beiden sich so kennenlernen und er letztendlich Erfahrungen macht mit seinen Kräften, taucht natürlich ein Bösewicht auf. Und das ist dieser Vogelmann, der gespielt wird von Michael Keaton. Und der will natürlich die Stadt terrorisieren, wenn nicht sogar die ganze Welt. Und Spider-Man und Iron Man müssen natürlich das Böse besiegen. Also Michael Keaton war mal Batman. Und jetzt ist er so ein Vogelmann. Ja? Und Iron Man, also Tony Stark, kommt ja selber kaum klar. Und dann noch dieser neue Spider-Man. Also ich weiß ja nicht. Ja, und spannend ist ja auch, dass Michael Keaton auch mal Birdman war. Ach stimmt. Das ja auch noch. Mein Gott. Hör zu, Peter. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas handeln. Es nervt. Stark behandelt mich wie einen kleinen Jungen. Aber das bist du doch. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Leg dich nicht mit mir an. Sonst töte ich dich und alle, die du liebst. Also nach Tobey Maguire und Andrew Garfield, jetzt also Tom Holland als Spider-Man. Wer ist da noch dabei? Ja, also Tom Holland ist die richtige Entscheidung für Spider-Man, also um das einfach nochmal zu sagen. Dann Michael Keaton, der den Bösewicht spielt und Robert Downey Jr. als Iron Man und die Figur liebt ja eigentlich auch jeder Marvel-Fan. Also funktioniert. Bei mir hat's geklappt. Hier ist Washington Metropolis, identifizieren Sie sich! Meine Freunde sind da drin, stopp! Klettern Sie runter, auf der Stelle! Meine Freunde sind da oben! Klettern Sie sofort wieder runter! Nach oben, nach oben! Ich werde sterben. Geh kaputt!
Ja, du hast den Film ja schon gesehen. Du bist ja auch Filmexperte. Unser eins, wir müssen uns bislang mit den ersten Ausschnitten im Netz, Spider-Man und im Netz, eher begnügen oder haben irgendwo einen Trailer gesehen. Und da bin ich mir noch nicht so sicher. Ist mir das jetzt zu klamaukig hier mit Spider-Man Homecoming? Ja, also das könnte man annehmen, so nach den ersten Ausschnitten im Netz, wie du das ja auch schön gesagt hast. Aber ist er nicht, also er ist nicht klamaukig, wie jetzt zum Beispiel Baywatch, der unter die Gürtellinie geht, sondern der Humor ist schon wirklich der klassische Marvel-Humor. Und Marvel setzt ja ganz viel auf Tempo und Humor bei seinen Figuren. Also nicht so wie DC, die eher so düster sind und eigentlich sich ernst nehmen. Marvel nimmt sich gar nicht so ernst und das macht eigentlich auch den Fans Spaß. Der Film hat Humor. Und der kippt auch meines Erachtens nicht. Der Film hat wirklich unheimliches Tempo. Der hat tolle Aufnahmen, tolle Bilder. Und ich muss sagen, wirklich ein super Darsteller. Also Tom Holland finde ich großartig. Der muss sich jetzt aber auch erstmal bei den Fans beweisen. Nicht, dass wir in 3-4 Jahren hier stehen und über einen neuen Spider-Man-Darsteller reden. Ich bin ja gar nicht drauf, das kann ich dir sagen. Aber würdest du noch mal in Spider-Man Homecoming gehen? Ich würde noch mal reingehen und ich werde es auch tun. Dann muss er gut sein.